Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Start Your Valley. Ach, Mensch, da sind wir wieder. Und wir müssen natürlich als erst... Oh, die Sonnenblume ist fertig. Die nehme ich natürlich mit, weil... Die brauchen wir definitiv für das Gemeinschaftshaus. Da brauchten wir eine Sonnenblume, ja. So. Robin ist kräftig am Arbeiten. Massiver Fang. Oh, eine Herzmuschel. Hm. Was habe ich denn hier bekommen? Sonnenblumensaat. Oh. Das heißt natürlich, ich kann ja auch wieder Sonnenblumen anpflanzen. Aber ob die noch wachsen, das müssen wir erstmal sehen, auf jeden Fall. So, da überall was reinmachen. Sehr schön. Unsere Melonen brauchen noch ein wenig. So. Das kommt alles da rein. Robin arbeitet hier unten wunderbar. So, du wirst geknuddelt. Wo ist unser drittes Hühnchen? Oh, das ist drin, das schläft. So, gefressen habt ihr heute gar nichts. Und meine Miets muss ich natürlich noch knuddeln. Und dann, ja... Jetzt erstmal wieder ans Gießen. So. Meine Radieschen kann ich natürlich noch nicht ernten. Das dauert noch ein bisschen. So, aber den Weizen kann ich auf jeden Fall morgen bald wieder ernten. Und eine Peperoni kann ich ernten. Ah, ich habe, glaube ich, hier nur eine angepflanzt, ne? Ich hatte dann dort unten noch welche. Hm, die werde ich mal... werde ich mal lieber behalten. So. Das muss alles gegossen werden. Sehr gut. Meine Blaubeeren müssen natürlich auch gegossen werden. So. Okay. Ich hoffe doch mal, ich erwische immer alles hier. Ich weiß auch noch gar nicht genau, was wir heute machen werden. Da muss gegossen werden, da muss gegossen werden, da muss gegossen werden. Jetzt müsste ich hier eigentlich alles durch haben. Es wird nicht so viel geben diesmal, denke ich. Aber vielleicht sollten wir einfach nochmal in die Mine gehen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein besseres Schwert. Und unsere letzte Erdbeere ist hier auch bereit. Gut, dann können wir jetzt in die verkaufen. Moment, den ollen Stock, da kann ich auch noch verkaufen. Dann wollte ich mal schauen, das müsste ich zum Schmied bringen. Bam, 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 bam. Nein, die Sonnenblume, die werde ich... Das nehme ich alles mit, ja. Den Goldborn habe ich, glaube ich, schon abgegeben, ne? Ich weiß gar nicht, sind endlich mal die Büsche fertig hier, dass ich die... dass ich die Büsche endlich ernten kann, damit ich da ein paar... Was brauche ich denn eigentlich? Wein... Ne, Blaubeeren brauche ich, ne? Blaubeeren wachsen ja im Sommer. Die bekomme ich ja von diesen Büschen hier. Oh. George, was ist mit dir denn los? Wie soll ich an diese Briefe da hinten kommen? Kommst du nicht ran, da du im Rollstuhl sitzt? Och Mensch, mein Armer. Hm? Ich schaff das, Herr Müllner. Geh mal weg, aus dem Weg. Ich hol dir die Briefe raus, guck mal. Bitteschön. Hier, bitteschön. Ich hätte es auch selbst geschafft und ich kann mich auch sicherlich alleine bewegen. Für wie zerbrechlich hältst du mich? Och Mann. Aber was willst du denn jetzt hier? Silke, hast du uns beobachtet?
Hab ich. Das war sehr nett von dir, Penny. Du hättest ihn in Ruhe lassen sollen. Jetzt ist er beleidigt. Ich spaziere nur etwas herum und bin mit meinen eigenen beschäftigt. Danke. Ich wünsche nur, George wäre nicht so aufgebracht. Ich wollte ihm nur helfen. Ja, alte Leute lassen sich nicht gerne helfen. Das ist so. Die denken dann immer, dass sie nutzlos sind, aber das stimmt nicht. Es tut mir leid, Fräulein. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Es war eigentlich ziemlich nett, dass du mir geholfen hast. Na bitte, es geht doch. Schon in Ordnung, Herr Müllner. Ich verstehe es. Ach, meine liebe Penny, dir muss ich endlich mal auch Geschenke machen, damit wir in unseren Herzen hier steigen mit dir. Ich möchte dich nämlich heiraten. Es muss schwierig sein, alt zu werden. Ich denke lieber nicht drüber nach. Es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Deswegen sollen wir Respekt vor dem Alter haben. Ja, das stimmt. Das ist nett von dir. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich sollte unsere Älteren den gleichen Respekt entgegenbringen, den wir uns irgendwann erhoffen. Da hast du recht, Penny. Nun, es war interessant, mit dir zu reden, Silke. Ich sollte gehen. Bis sehen. Tschüssi. Ach, schön. Ne, da sind noch keine. Was wollte ich denn eigentlich? Ach, die Sonnenblume wollte ich wegbringen, genau. Ach, jetzt muss ich natürlich wieder überlegen, wo war das mit der Sonnenblume? Ich möchte eigentlich heute zur Mine oder in die Mine gehen. Das war doch eigentlich, glaube ich, hier unten bei den ganzen Sachen, oder? Warte mal, das ist fertig. Und hier war es nicht, hier brauche ich eine Brombeere und eine Haselnuss. Das ist für den Herbst hier. Und das ist für den Winter. Deswegen kann ich da noch nichts machen. Gut. Herbst und Winter kommt ja noch. Aber irgendwo brauchte ich eine Sonnenblume. Ah, hier brauche ich diese schönen Melonen. Ich hoffe doch mal, dass ich die kriege. Hier brauche ich auch noch eine Melone. Und 5 gute Melonen. Ich hätte mir wahrscheinlich mehr Melonen kaufen sollen, dass ich die 5 goldenen Melonen da zusammen bekomme. Ich denke mal, das werde ich jetzt noch nicht schaffen. Hier ist die Sonnenblume gewesen. Sehr gut. Da brauche ich nur noch mal Rotkohl. Aber Rotkohl verkauft, glaube ich, die... Die Wahrsagerin, oder? Also dieser komische, der heute da ist, da unten. Was ist das? Eine Weintraube. Ich brauche aber eine Brombeere. Und ich brauche... die dort. Oh, da habe ich ein bisschen Kupfer bekommen. Hallo Linus, soll ich dir eine Brombeere schenken? Guck mal. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Bitte reiß nicht mein Zelt ein. Ist schon einmal vorgekommen. Nee, warum soll ich dein Zelt einreißen? Ah, da ist noch eine. Nehme ich die mit. Sehr schön, sehr schön. Und dann geht's weiter tiefer in die Mine hier. Ich bin bei Stufe 90. Eine weitere Gruppe habe ich bekommen. Okay, da ist auf jeden Fall der Eingang. Da ist aber auch dieser komische Kerl da wieder. Ah, du hast ohne Leiter getroppt. Sehr gut. Ach, den Schleim. Den brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr, den Schleim. Ich habe nur das mit der Solaressenz da gesucht. Ich glaube, das Bündel habe ich halt schon... abgeschlossen. Oh, sehr gut. Nehme ich mit. Gott, was bist du denn da? Kohle. Warte mal, ich muss hier auch noch ein Blatt machen.
Sehr gut, noch eine weitere Solaressenz und Kupfer. Jetzt muss ich natürlich den Weg nach unten suchen. Eine weitere Geode. Okay, 94. Und da ist Feuerquarz, den ich fürs Gemeinschaftshaus brauche. Jawohl, sehr schön. Wunderbar, nehme ich alles mit. Oh Gott, ich habe keine Energie mehr. Da ist auch die Treppe, sehr gut. Nehme ich alles mit. Was bist du denn hier? Solar-Essenz. Sehr gut. Treppe nach unten. Sehr gut. Und Höhlenkarotten. Und da ist nochmal ein bisschen Feuerquarz. Ich mache ich platt. Den Pilz nehme ich auch mit. Sehr schön. Golderz und ein Topaz. Da habe ich keinen Platz mehr. Dann kommt das da weg. Mentales Feuer, ich weiß. Ah, den Feuerquarz muss ich auf jeden Fall abgeben. Du, Heini. Gibt's hier nochmal den Schattenessenz. Ist schon 18.30 Uhr, wenn ich noch zum Gemeinschaftshaus will. Dann muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich müsste mir vielleicht auch ein paar Bomben herstellen, dann würde das alles ein bisschen einfacher gehen. Mann, das ist ja... Gott sei Dank, endlich hier unten. 97 erst. Hier ist noch ein bisschen Golderz. Oh, dann habe ich vielleicht die Lohnen repariert. Köhlenkartoffeln kann ich auch gebrauchen. Oder Köhlenkarotten, ne? Eisen brauche ich jetzt eigentlich nicht. Na doch, eigentlich schon. So. Oh, zwei Geoden, sehr schön. Na, das Eisen kann ich nicht mitnehmen. Okay, ich bin sowieso... Ich bin sowieso platt. Ah, da unten, das brauche ich nicht. Nee. Da gehen wir lieber zurück. Und probieren es dann lieber später nochmal. Wir haben ja eine Stufe erreicht. Wenn ich halt nochmal zum Gemeinschaftshaus oder zum Gemeinschaftshaus gehen möchte, dann habe ich ja auch noch einen kleinen Weg vor mir. Aber mit dem Schwert bin ich auf jeden Fall schon mal ganz gut ausgerüstet, muss ich sagen.
Dann müssen wir mal sehen. Ich denke mal, morgen werden auf jeden Fall die Melonen fertig sein. Aber ich werde es nicht hinbekommen, dass ich fünfmal so eine goldene Melone bekomme. Das werde ich definitiv nicht schaffen. Aber wenn dann endlich hier diese Loren fertig sind. Ja, das sollte erledigt sein. Wunderbar. 5 Geoden nehme ich mit. Ja, da schneide ich den Zepp weg. Und damit haben wir die Loren wieder gangbar gemacht. Das heißt, wir können jetzt immer zur Mine, in die Stadt und zur Bushaltestelle. Hier sind die Junimos, Hüter des Waldes. Ah, schön. Schön. Der Raum ist fertig. Cool. Und 3000 habe ich, aber ich verstehe immer noch nicht, was du sagst. Aber eigentlich müsstest du doch was... Eigentlich müsstest du was tragen, oder? Und du gehst da rein. Du holst erst was. Ah, genau. Du packst jetzt den Stern, glaube ich, dahin. Und damit haben wir einen Raum fertig. Habe ich denn noch irgendwas anderes? Ich brauche, glaube ich... brauche ich noch so einen roten Pilz für irgendwas? Nee. Brauche ich Äpfel, Hasenfurt, Wein? Ich brauche einen lilanen Pilz. Aber wir haben immerhin ein was fertig. Das heißt, morgen müsste das... Müsste das alles okay sein wieder, dass ich diese Loren nutzen kann. Was haben wir hier für einen Auftrag? Gotteslachs Penny. Eigentlich müsste ich den annehmen, aber... ich muss auf jeden Fall hier umpacken. Also die Geoden, die bringe ich zum Schmied. Das kann ich ja dann ganz schnell machen durch die Loren. Und vielleicht gibt es ja dann für Gunther noch wieder eine Sache. Hier müsste eigentlich irgendwann wieder so ein... So ein Sirup rauslaufen. So, also Geode. Nochmal, das packe ich alles hier hin. Schleim, das ist alles nicht. Topaz, das weg. Das weg. Die hebe ich mal auf. Habe ich die Höhlenkarotten nicht hier drin? Na, die packe ich mal oder rein. Ich muss auf jeden Fall noch eine Kiste machen für die anderen Sachen da. Das alles rein, den Feuerquarz hier rein. Ich kann auf jeden Fall dreimal Gold. Sehr schön, meine Hühnchen geht's gut. Da kann ich mir auch die Mayonnaise noch holen. Die ist nämlich fertig. So. Die kann ich verkaufen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob Pilze noch fertig sind. Ja. So. Das sind alles so eine Pilze, die kann ich halt nur verkaufen. Es ist schon 0 Uhr und ich muss unbedingt upgraden, damit ich hier diese Steine wegkriege. Die Frage ist halt, was upgrade ich zuerst? Oh, wir gehen jetzt aber erstmal schlafen. Ganz schnell ins Bettchen, hab nämlich fast keine Energie mehr. Du. Und die Loren sind fertig. Wir können ganz schnell jetzt im Dorf hin und her reisen. Wähle einen Beruf. Kämpfer. Alle Angriffe ursachen 10% mehr Schaden. Kundschafter. Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers um 50% erhöht. Angriff. Ich mach Angriff. So, was haben wir denn? Es läuft langsam mit unserem Geld. Wir kommen so langsam dahin, dass wir das ein oder andere wieder bauen können. So, wir müssen mal schauen. Und die Melonen sind fertig und Honig ist fertig. Honig kann ich aber auch halt verkaufen. Honig kann ich halt auch verkaufen. So. Und Hopfen ist auch fertig. Sehr gut. Wunderbar. Gold ist fertig. Inventar ist voll. Na, großartig. Jetzt aber. So, dann muss ich mal schauen, was ich von Melonen, was ich da fertig habe. Also ich brauche auf jeden Fall, ich habe gerade mal
eine einzige Melone von denen. Dann packe ich noch eine von denen dorthin. So, warte mal. Das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. Das alles weg. Den Honig kann ich verkaufen. Ich habe ja Markt in Melonen. Also ich würde auf jeden Fall die Melonen verkaufen. Die Melonen, das und das würde ich gerne behalten. Und ich würde definitiv eine neue Kiste machen. Wo ich auf jeden Fall die Früchte reinpacke. Habe ich noch mehr Früchte? Habe ich nicht mehr. Die könnte ich ja eigentlich hier neben das Haus stellen. Das geht nicht. Nochmal einen Hopfen hatte ich doch, glaube ich, auch noch hier drin. Genau. Und das Ei kommt auch noch hier rein. So. Sehr gut. Diesen brauche ich nicht. Die Melonen hier unten brauchen noch ein bisschen. Ich habe natürlich gerade mal eine goldene Melone bekommen. Das ist... sehr schlecht. Aber okay. Nein. Das brauche ich nicht. So. Müsste mir wahrscheinlich auch wieder mal ein bisschen neues Futter holen oder so. Wie habe ich denn ja drin? 227. Ah, das ist noch ausreichend. So. Dann kommt das damit rein. Ich habe ein goldenes Ei. Ich brauche aber halt große Eier, ne? So, dann schauen wir mal. Geode. Eine Melone fürs Gemeinschaftshaus. Das kann ich wahrscheinlich dann alles verkaufen. Aber jetzt benutzen wir als erstes die... die Loren. Das kann ich noch verkaufen. Hier bräuchte ich ja dann irgendwo eine Batterie, glaube ich. Wir könnten jetzt halt, wie gesagt, in die Stadt oder zur Mine... Du machst natürlich erst um 9 auf. Okay, da kann ich aber noch ein bisschen warten und kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen angeln gehen, ja. Hallo, meine liebe Penny. Die Berge sehen heute schön aus, oder? Ja, die Berge sind schön. Fische bringen ja auch mehr... Die Fische bringen ja auch mehr Geld. So, was haben wir denn hier für einen Hecht haben wir hier bekommen. Okay, aber den Hecht kann ich halt verkaufen. Wir haben 4800. Ich weiß nicht, ob ich bei Pia noch mal ein bisschen... Ich könnte noch mal ein bisschen Weizen kaufen eigentlich. Oh, das ist sogar ein perfekter Fang hier. Da habe ich sogar noch mal einen Hecht bekommen. Der wird auf jeden Fall verkauft. Und jetzt gehen wir erstmal ein paar Geoden aufbrechen. Und dann können wir auf jeden Fall zu Pierre gehen. So, wir haben 7 von denen. Kohle, das ist wahrscheinlich was für Gunther. Steine brauche ich nicht. Kupfer. Feuerquarz kann ich auch spenden, denke ich mal. Sehr schön. Wunderbar. Oh, Iridium. Lehm. Hab keinen Platz mehr. Ach so, okay. Dann müssen wir erst nochmal schnell zu Gunther pushen und ein bisschen was spenden. Ich wollte schon sagen, du bist doch auf jeden Fall da. So, da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir was und da haben wir was und wir haben sogar eine neue Belohnung. Es hat gerade so noch gereicht. Oh, Kürbissaat. Pflanze sie im Herbst. Na wunderbar. Kürbisse gefallen mir doch. Kürbisse brauche ich nämlich auch fürs Gemeinschaftshaus und dann brauche ich mir das nämlich nicht kaufen. Wir haben noch 2 Geoden. Iridium, wunderbar. Und das ist was für Gunther. Das sehe ich doch. Das ist was für Gunther.
So, Gunther, ich habe hier mal noch was Schönes für dich. So, das kommt hier hin. So, Zwergenschriftrollen muss ich auf jeden Fall noch ein paar bekommen. Also zur Mülltonne gehe ich nicht. Penny habe ich schon 2 Herzen, sehr schön. Oh, ich könnte eine Melone schenken, Mist. Ja, ich könnte Penny eine Melone schenken. Und ich werde auf jeden Fall nochmal schauen, dass ich bei Pierre auf jeden Fall nochmal was kaufe. Heute ist Samstag, der ist auf jeden Fall da. Rucksack reicht ja sowieso nicht. Ich soll noch mit Luis quatschen eigentlich, wa? Ne, das sind die Shorts, die ich da nur hatte. Und auf den Grund der Mine. Na gut. Dann schauen wir mal Pierre. Also Weizen, der wächst in 4 Tagen. Die habe ich auf jeden Fall noch. Da kann ich noch 20 mal mitnehmen. Radieschensamen wächst in 6 Tagen. Das würde auch noch reichen. Mohn in 7 Tagen. Das reicht auf jeden Fall auch noch. Das ist was für Penny. Hopfen ist 11, aber Mais wächst auf jeden Fall länger. Melonsamen wächst in 12 Tagen. Obwohl, wir haben den Tag 13, das ist doch 25. Da könnte ich auf jeden Fall auch nochmal 15 mitnehmen. Tomaten in 11 Tagen. Ich auch noch was, dann kann ich die nämlich verkaufen. Und Blaubeersaat in 13. Also einmal kann ich sie auf jeden Fall noch ernten. Einmal kann ich die auf jeden Fall noch ernten, die Blaubeeren. Und bei einer Blaubeere kommt ja immer meistens ein was mehr raus. So, dann einmal hier rein. Wo war jetzt die Melone? Die war, glaube ich, hier unten. Das war ja eine einzelne. Das ist fertig, das ist fertig. Na, da nicht. Da auch nicht. Oh, ist doch hier oben. Mann. Oder am Anschlagbrett. Hier brauche ich die 5. Hier brauche ich die Eier. Aber hier kann ich die Melone. Blaubeere und Tomate kriege ich auf jeden Fall auch noch hin. Dann ist das fertig. So. Dum, 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 dum. So. Oh, und es ist Gewitter. Eigentlich ein optimaler Zeitpunkt, um in die Mine zu gehen. Aber ich muss noch ein bisschen was anpflanzen. Und ich brauche definitiv noch ein bisschen Dünger. Und Dünger kann ich ja, glaube ich, aus dem Zep machen da, ne? Warte mal, das verkaufe ich. So, jetzt muss ich mal schauen. Moment, den Fisch kann ich auch verkaufen. Das kann ich verkaufen. Und der kommt hier rein. So, Moment, dann habe ich hier Weizen. So, Weizen. Habe ich hier noch 10 Blaubeersamen. Was habe ich denn mit Melonensamen hier noch? Okay, warte mal. So, Melonensamen. So, dann brauche ich auf jeden Fall erstmal die Dinger, weil da kann ich nämlich Dünger draus machen. So, dann muss ich ja nämlich einmal durchdüngen. So, dann eine Melone. So, 5-mal Tomaten. Dann habe ich noch Weizen und 5-mal Mohn für Penny. Das kann ich eigentlich hier oben hin machen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Da ist dann noch 7-mal Weizen.
Timerweizen noch, ne? Das kommt auf. Das kommt auf jeden Fall noch hier unten hin. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Dann der Dünger, den nehme ich auf jeden Fall mal raus hier. Das Sepp kommt hier rein, weil den Dünger, den packe ich mit hier drüben rein. So, die Kohle und das Kupfer kommt natürlich hier hin. So. Das, das, das. Ich kann sogar schon ein Iridium-Born machen. Und Gold kann ich auch noch. Sehr schön. Bei meinen Hühnchen war ich ja, ne? Bei meinen Hühnchen war ich. Oh, Mayonnaise ist fertig. Nehme ich mit. Nehme ich mit, verkaufs. Das wächst alles auf jeden Fall. Dann können, oh, ist schon 15 Uhr eigentlich. Aber wir könnten trotzdem nochmal in die Mine gehen. Weil wir können ja eigentlich ganz schnell dorthin kommen. Durch die... durch dieses Ding da. Gegner. Solaressenz, sehr schön. Schleim. Da geht's nach unten. Eine Geode. Oder ist ein Amethyst hier, aber. Oh, der ist auch neu hier. Smaragd. Ich denke mal den Smaragd. Ah ne, doch nicht. Ein wertvoller Edelstein. Hatte ich den Gunther sogar schon gegeben? Also die Treppe nach unten haben wir schon, sehr gut. So, der hat mich zwar getroffen, oh, hier ist so ein Feuerheini. Okay. Gut. Treppe nach unten, sehr gut. Oh, der Fledermaus, ja. Ah, jetzt bin ich. Bin ganz schön verletzt jetzt. So. Hm, vielleicht sollte ich noch mal was essen, aber dann habe ich nichts mehr von meinem guten Essen. Sehr gut. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Da ist die Höhle nach unten. Oder der Weg nach unten, sehr gut.
der Zeit her reicht es, denke ich mal noch. Weg mit dir, weg mit dir. Oh Gott. Ja, wie tief komme ich denn hier noch hin, ey? Wahnsinn. Eieiei. Okay. Feuerquarz nehme ich auch mit. Gefährlich, schnell nach unten. Wunderbar, Stufe 100 und ich hab... Oh! Was hab ich denn da bekommen? Ich glaube, das ist so eine Frucht. Ja, unsere Energie steigert sich. Jawohl! Wunderbar. Du hast einen Sternfallfrucht gefunden. Es ist merkwürdig, aber der Geschmack erinnert dich an Pizza. Deine maximale Energie wurde erhöht. Oh! Geil! Und ich angle in Lava? Ja, warum nicht? Ist in Ordnung. Die Frage ist nur, was gibt's hier? Zumindest ist es ein roter See. Es wird ja nicht, eine zerbrochene CD kann weg. Vielleicht gibt's ja hier einen besonderen Fisch hier unten. Oder nur alte Zeitung. Okay. Hier gibt's nichts weiter. Hier gibt's nichts weiter. Sehr schön. So, nehmen wir noch ein paar Steinchen mit. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Meine Energie hat sich ja sowieso erhöht, da hätte ich das Essen gar nicht essen brauchen. Höhlenkarotten kann ich nicht mitnehmen, mache ich aber. Na gut, dann gehen wir hier nach unten weiter. Und nehmen noch ein bisschen... Oh Gott, es ist 0 Uhr. Ich muss nach Hause. Tut mir leid. Tut mir leid. Eieieiei. Jetzt habe ich ein bisschen was... die Zeit vergessen. So, also das dorthin. Warte mal, den Amethyst. Das kann ich alles noch verkaufen. Boah, das verkaufe ich auch mal hier. Schleime nicht. Obwohl, wer weiß, vielleicht... Nee, Steine auf keinen Fall. So, aber ich kann auf jeden Fall... Ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen Gold machen. Das alles hier rein. Iridiumborn kommt hier auch rein. Wunderbar. Ja. Und ich gehe schlafen. Es ist nämlich ganz schön spät. Am Morgen müsste eigentlich unser Stall fertig sein. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Neues Herstellungsrezept. Hartholzzaun. Neues Herstellungsrezept. Käsepresse. Und neues Rezept. Qualitätssprinkler. Okay, sind die so gut? Ich weiß es nicht. Wir haben in der nächsten Folge sehen. Und es, jetzt scheppert es mal ein bisschen an Geld hier. Sehr gut. Knappe 5000. Es läuft immer besser, würde ich sagen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Start Your Valley wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.